Weihnachten ist hiermit offiziell vorbei. Ich weiß nicht, was es dieses Jahr ist, aber ich kann es nicht mehr sehen. Das habe ich noch nie gehabt. Jetzt darf man es ja auch in unserem Vlog sagen. Es ist ja offiziell. Du bist nach Köln gezogen. Ja, die wussten das schon die ganze Zeit und durften es nicht sagen. Ja. Guten Morgen, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen Vlog. Was geht ab, Freunde? Oh, auf unserem Kanal. Sorry, ich habe richtig dolle Kopfschmerzen. Stimmt, sorry, und du hast Juni. Es mir auch gerade gesagt. Ja, wir sind vor einer halben, dreiviertel Stunde ungefähr aufgestanden. Seitdem habe ich richtig starke Kopfschmerzen. War nicht so wie sonst, punktuell, hier an einer Stelle. Und es geht so richtig auf mein, ja, das geht richtig auf mein Auge irgendwie. Es tut total weh. Wir sind jetzt kurz unterwegs. Dann bekommt Juli immer ein, zwei Schmeckis, wenn wir gehen. Dann ist er so ein bisschen abgelenkt. Die Weihnachtsdeko kommt heute übrigens weg, Freunde. So, bitte mein Schatzi hier und gleich noch eins für danach. Bis später. Tschüss. Oh damn, what we got here? What we got here? Das werde ich gleich im Vlog mit euch auspacken. Kobi ist jetzt gerade beim Bäcker und holt sich schnell ein paar Brötchen zu frühstücken. Ich habe jetzt heute Morgen irgendwie nicht so großen Hunger, deswegen lasse ich das Frühstück heute mal ausfallen. Werde mir nachher was zu Mittag machen, wenn Kobi beim Friseur ist. Wir haben jetzt gleich aber erstmal einen Termin bei Fielmann. Ich hole mir meine neuen Kontaktlinsen ab, tatsächlich. Ja, meine alten, die sind von der Sehstärke her schon so alt, dass sie absolut gar nicht mehr meiner Sehstärke entsprechen. Selbst diese Brille hier, die habe ich ja vor 1,5 Jahren oder ungefähr, vielleicht sogar ein bisschen weniger, erst neu geholt mit den perfekten Sehstärken und jetzt sind sie einfach schon wieder schlechter geworden und ich kann mit der Brille einfach nicht mehr perfekt sehen. Sehr erschreckend, wenn man sieht, wie schnell die Augen schlechter werden. Beim letzten Termin wurde mir gesagt, ich habe noch 5% Sehkraft. Und ich 140. Danke. Okay, der Termin war erfolgreich und direkt gegenüber war ein Crepe-Stand. Jetzt musste ich mir einen Crepe holen. Geil. Ich hatte eigentlich keinen Hunger, aber Crepe, das geht immer. Ich wollte gerade auch vloggen. Wahnsinn, hat 3 Euro gekostet. Dann ist dir das nicht weg. 3 Euro ist, für ein Crepe? Ja, krass, ne? Wir sind gerade in einer anderen Stadt. Bei uns direkt eigentlich ein paar Minuten von zu Hause ist ein Crepe-Stand. Da kostet der Crepe einfach 1 Euro. Schon seit 10 Jahren. Und dieser Stand wird nicht teurer. Also eigentlich ist 3 Euro ja noch in Anführungszeichen günstig. Wenn du so guckst, auf dem Rummel kostet sowas 5 Euro. Aber wir sind verwöhnt durch unseren Mann, der dir den Crepe für 1 Euro gibt. Ja. Mit Nutella. What you saying, guys? What you say? Ich bin endlich wieder fresh. Ich war beim Friseur. Ich freue mich so sehr. Das ist so für mich so, wow, ich sehe wieder gut aus. Ich fühle mich halt nicht wohl, wenn meine Haare scheiße aussehen. Das geht einfach nicht. Und dementsprechend bin ich oft beim Friseur und fühle mich einfach wohl, wenn es fresh ist. Am liebsten immer, wenn ich vom Friseur komme. Jetzt gerade finde ich wirklich voller Überzeugung, finde ich, sehe ich am besten aus. Einfach, wenn die Haare so fresh sind. So, Freunde, zurück aus dem Studio und wie ihr seht, es ist schon dunkel. Wir lieben den Winter nicht. Also, Fitnessstudio war aber auf jeden Fall erfolgreich und ich bin gerade nach Hause gekommen. Erstens habe ich eine Überraschung bekommen, die zeige ich euch jetzt gleich oben. Und zweitens ist es soweit. Ihr seht es, Weihnachten ist hiermit offiziell vorbei. Also, wenn bei den Mahonis Weihnachtsbaum aufgebaut wird, dann ist Weihnachten wirklich offiziell. Dann ist es wirklich vorbei. Ich habe gerade eben schon gesagt, ich weiß nicht, was es dieses Jahr ist. Aber ich kann es nicht mehr sehen. Das habe ich noch nie gehabt. Wir haben den 17. Januar. Der Weihnachtsbaum. Ich weiß nicht. In meinem ganzen Leben ist es, glaube ich, noch nie vorgekommen, dass der Weihnachtsbaum noch nicht. Also nicht an meinem Geburtstag noch stand, am 24. Januar. Ja. Ich muss übrigens sagen, das ist mein T-Shirt. Du siehst so gut aus in meinem T-Shirt. Ich finde es wirklich wunderbar. Okay, jetzt zeige ich euch die Überraschung, Leute. Dafür müssen wir mal fix hier hochlaufen, denn ich habe euch ja heute die ganzen Pakete gezeigt und Mone, beste Frau auf der Welt, hat einfach alles ausgeräumt. Huh, Freunde, guckt euch das an. Mein Kühlschrank ist wieder full. Er ist full und meine Frau hat alle Pakete, die ihr unten sehen habt, wo ich gesagt habe, ich packe die nachher mit euch aus. Das war meine Getränkelieferung. Und Mona hat die ganzen Pakete hier hochgeschleppt. Alleine. Als Überraschung für mich. Und jetzt sieht mein Kühlschrank wieder so aus. Wollen wir doch mal direkt hier in Wässerchen testen, ne? Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure. Maresca, Maresca. Sprudelig. Boah. Boah.
habe ich nämlich neu im Stream bestellt, überköstlich. Sehr lecker. Da seid ihr runtergefallen, verdammt. Ihr denkt euch wahrscheinlich jetzt natürlich, ey, yo, Bro, Wasserhausdosen. Aber es ist voll nice, weil guck mal, man liebt solche Getränkekühlschränke, wo man einfach sich eine Dose grabben kann. Und dann trinkt man auch einfach Wasser. Man trinkt mehr Wasser, so, weißt du? Ich finde das genial. Die Dosen schmecken besser als die, die ich letzte Mal hatte. Weil die hier schmecken gar nicht nach Metall. Voll gut. Krass. Ich bin einkaufen und wir wollten Sushi essen heute, aber Sushi Bar war schon leer. Dementsprechend habe ich noch einmal Sushi mitgenommen. Aber dafür noch viele coole Kleinigkeiten. Ein bisschen Gyoza. Und nur als Überraschung, frische Paprika mit Frischkäse drin. Paprika sag ich schon, Chili, also Jalapenos, liebt sie ja. Und Guacamole mit Chili, also eine Hot Guacamole. Und jetzt ganz, was ganz Besonderes, was wir uns wirklich nur ab und zu gönnen. Mann, jetzt habe ich die Aufnahme verkackt. Ich wollte euch zeigen, wie das funktioniert, aber ja. Das gönnen wir uns ab und zu, ganz frische, geschälte Ananas. Direkt aus dem Automaten, also man wählt sich eine aus, schmeißt sie da rein und dann, batz, kriegt man sie. Und die ist wirklich köstlich. Oh Leute, jetzt werde ich Mune richtig überraschen. Wir haben letztens im Stream darüber geredet. Leute, wenn ihr mir noch nicht auf Twitch folgt, kommt auf Twitch vorbei. Supergeile Streams. Vegane Dino Nuggets. Und sie gibt es hier. Sie wird sich so freuen. Weil ich gerade nämlich gesagt habe, ey, die gibt es hier nicht. Und ich habe sie doch gefunden. Ich habe wirklich gedacht, das gibt sie nicht. Und jetzt denkt sie, ich bringe sie nicht mit, aber ich bringe sie doch mit. Geil. Nicht gucken. Jetzt. Benji Dino Nuggets! Ah, habt ihr doch gefunden? Ja! Ja! Heute können wir probieren. Geil! Bälle von Pudding! Yay! So, Freunde, wir haben uns jetzt Snacks gemacht. Und die Dinos sind tatsächlich sehr gut. Wir haben gerade schon getestet. Sehr delicious. Auch sehr delicious. Ich habe schon gesagt, ich bin voll froh über die Funktion von unserem Backofen. Der hat nämlich so eine Tiefkühlfunktion. Tiefkühlfunktion, ja. Und dann macht er irgendwie Power, aber auch Umluft. Also es wird perfekt braun und knusprig. See. Nebenbei gucken wir Marcel, wie er Sonnys Video guckt. Hallo, Frau Loops. Hallo. Also es ist so ein unfassbarer Cut, ey. Die letzte Vlogaufnahme, die wir, glaube ich, hatten, war auf dein Video, was wir reagiert haben. Jetzt müssen wir in Blasen. Ja. Ein paar Stunden später, Selina ist auch da. Hallo. Ja. Waren wir gerade bei der Apotheke, weil Sonny eine Blasenentzündung hat. Und wer kann da natürlich besser helfen als Ärztin Mahoney? Also das ist wirklich, ich glaube, ich kenne wirklich niemanden, der so oft Blasenentzündungen hatte, wohl bemerkt. Ich habe die Geheimformel für mich gefunden, wie ich es nicht mehr so oft kriege. Ja, und jetzt wird hier quasi gerade dieses, ich habe so dieses Filmanose empfohlen, das ist super, Freunde. Ja, ich war bei einer anderen Apotheke, da haben die mir komplett Bullshit verschrieben und so, deswegen, ja. Das mache ich erst richtig, ne? Ja, perfekt. Toll, und jetzt gehen wir wohin? Ja, wo gehen wir hin? Metro! Ja! Das ist so lecker, ich will das immer trinken. Jetzt sind wir in der ach, das wollte ich mal gucken. Ich wollte mir für meine Reels, welche Drehe für Cocktails, so tolle Gläser kaufen. Schaut mal, wie schön. Ja, das ist perfekt für die Reels, die ich drehen will. Schottgläser. Auch super. Oh ja, toll. Wir sind auf jeden Fall eigentlich gerade hier, um so ein bisschen was für, jetzt darf man es ja auch in unserem Vlog sagen, es ist ja offiziell. Du bist nach Köln gezogen. Jetzt darf ich es auch sagen. Ja, die wussten das schon die ganze Zeit und durften es nicht sagen, ja. Mit ihren brandaktuellen Vlogs. Also das muss ich mal appreciaten. Die sind so aktuell, das gibt es gar nicht. Jetzt kaufen wir ein paar Sachen für die Wohnung ein. Toll. Also ich vlogge jetzt mal für Kobi Monovlog. Warum gibt es das denn nicht in so schönem Beige? Man könnte auch so. Warum gibt es das nicht in Beige, sagt sie gerade? Das nehme ich mit. Ja. Ey, geil. Ich möchte nur kurz anmerken, ich wurde gerade noch ausgelacht und jetzt liegen noch zwei weitere im Warenkorb. Okay, so, tschüss. Das ist wirklich super, das ist die perfekte Kuschelwurst. Und ich habe mir gerade schon überlegt, wenn ich am Lesen bin, kann ich das perfekt in den Nacken und so schön. Dinner, Dinner with Schubertus. Hi, Schatzi. Was isst du heute? Ein leckeres Filetstück. Hm? Ja, was sie jetzt essen. Candlelight Dinner. Süß, schön, schick, toll. So, ihr Lieben, ich bin noch nicht zu Hause. Wir sind jetzt gerade noch bei Sonny in der Wohnung und machen gerade ein paar Bestellungen. Sind ja schon noch nicht so wach und gucken gerade einen Film. Aber das ist auf jeden Fall auch jetzt das Ende des Vlogs, wo es zu Hause macht bei Kobi. Aber ich verabschiede euch jetzt einfach schon mal. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Schreibt einen lieben Kommentar und dann sehen wir uns im nächsten Vlog wieder. Wir haben euch ganz lieb. Eure Mahoney. Tschüss. Ooh, 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 ooh